So, da sind wir wieder. Hallihallöchen. So, was machen wir jetzt? Genau. Wir wollten nochmal in die Mine. Die Käferlaterne, die geht ja zum Glück noch ein bisschen. Wir haben jetzt eine deutlich bessere Spitzhacke bekommen. Wir schauen mal noch. Es gibt auch Dynamit. Okay. Das Dynamit ist aber tatsächlich nur dafür gedacht, anscheinend, dass man damit ja quasi Löcher für einen See macht. Ich hätte jetzt gedacht, einige Steine, die wir jetzt doch nicht, gerade bei diesem kleinen Camp mit den drei Zelten, ja, dass wir da was wegsprengen können dort unten, aber nö, anscheinend nicht. So. Jetzt schauen wir mal. Es gibt diesen chemischen Segen. Dann gibt es diesen Detoxinator. Den würde ich natürlich gerne machen. Giftpilze finden wir immer wieder. Aber dieser absolute Heilsaft, wo bekommt man den her? Meine, das ist nicht der hier. Das ist tote Wiederbelebung und das ist chemischer Segen. Obwohl. Ach so, ja, da bräuchte ich tote Wiederbelebung. Habe ich aber auch nicht. Na, okay. Gut. Ja, komm, dann gehen wir erstmal. So. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich leider nicht so viel sehen können. Aber das wird bestimmt schon gleich besser werden. Ah, jetzt hält's doch auf, so langsam. Oh, da hätte ich die hier auch gleich mit wegwerfen können, ne? Die Sichel. Ja. Okay, gut. Sichel wegwerfen. Dann doch noch mal schnell eine Sichel machen. Nicht, dass wir zwischendrin Thymian finden und ärgern uns. So, und dann könnten wir auch eigentlich noch diesen machen. Wir wollen ja jetzt wirklich gerade nichts anderes als ein bisschen was erkunden und so viel wie möglich an Material mitnehmen. Ah, Thymian. Den baue ich gleich ab. Auch wenn es wohl besser sein soll für die Vermehrung, wenn man ihn liegen lässt, aber hier sind mir zu viele andere Dinge drin, die mir den wegnehmen wollen. Oh, die Spitzhacke sieht schon schick aus, ne? So, da sind wir wieder hier. Ja, da wäre ich ja beinahe ins Lilane reingerannt, ne? So. Okay. So, dann gehen wir mal. Wenn ich jetzt hier links gehe. Und hier wieder runter, dann komme ich wieder genau. Okay, das ist also wirklich nur ein Rundgang. Gespeichert.
Hier geht's hoch, dann geht's hier hinten um die Ecke. Da sind die Pilze. So, und hier geht's wieder runter zu dem, wo wir hergekommen sind. Die drei großen Pfeiler. Okay. So, dann gucken wir hier wieder hoch. Gucken jetzt mal immer weiter rechts. So. Hier kommen wir nicht weiter. Alles klar. Gehen wir runter. Ja, und dann sind wir hier bei den Pilzen. Kann ich jetzt hier? Hier bringt nichts. Also zumindest sieht es so aus, dass es nichts bringt. So, hier drüben waren die Pilze. Oder? Ach ne, da kam. Also immer wieder hier. Mal sehen. Ach. Ja. So, ne? Und sonst so? Jetzt hacken wir erstmal auf das Eisen ein. Was anderes können wir jetzt erstmal nicht so sinnvoll machen. Ah, schon 17 Eisen. Mit unserer Laterne könnten wir ja dann eigentlich auch noch bei dem guten, alten, verrückten Professor-Menschen reingucken, weil dort waren ja die Katakomben vor uns auch dunkel. Oh, 28. Ey, komm hier mit, weiß ich nicht, über 50 Eisen raus oder sowas. Naja, je nachdem, was die Spitzhacke noch mitmacht. So, und jetzt können wir eigentlich auch so ziemlich alle anderen Werkzeuge hochleveln, Stück für Stück. Wir können uns noch ein paar Rüttelmaschinen hinstellen. Jetzt haben wir genug Eisen. Ne? Jetzt müssen wir nur dazu kommen, den ganzen Spaß auch irgendwie zu verarbeiten. So, in diesem Sinne gehe ich nochmal kurz hoch und hole mal noch ein wenig Ton. Was?
Aber hier drüben ist doch der Turn. Bin ich da falsch gelaufen? Der Ton hier oben. Ne. Hier ist der Ton. Wo bin ich denn gerade lang? Bis die Spitzhacke kaputt ist, machen wir das noch. Okay. Okay, und hier war es runter und da sind wir da, genau. Das heißt, wir gehen hoch, nach rechts, ganz nach rechts und runter. Und dann sind wir eigentlich schon da. Das ist ja easy. Und wir haben noch ganz schön viel Leuchtkraft übrig. Nice. Richtig nice. Ach ne, das nehmen wir mit. So. Ach, ist das herrlich. Ja, jetzt ist wirklich nochmal eine richtig große Sache, die wir jetzt quasi freigeschalten haben damit. Erscheinen die Item-Drops abhängig davon zu sein, welches Level an Item man trägt. Instead, ne? Oh, okay. The more you know. Ist wirklich so. Okay. Interesting.
So. Wir machen uns erstmal noch ein paar Schleifsteine. Ja, das ist, dann ist wirklich kein Wunder, wenn das dazu führt, dass man sich so dermaßen spezialisiert bei den Item-Jobs. Also dadurch quasi dann automatisch. Ja, dann ist wirklich nicht so prickelnd. So. Spitzhacke reparieren. Bom. Gut, dann, was machen wir als nächstes? Nehmen wir die Axt, würde ich sagen. Nee, ne, wir brauchten dann... Ach doch, Bretter braucht man noch dazu. Zack, Axt MK2. Ja, lassen wir gleich drinnen. So. Ja, und wenn wir jetzt nämlich so langsam unser Inventar hier schön aufrüsten, dann brauchen wir wirklich nicht mehr viel anderes Zeug. So, die Sachen nehmen wir jetzt aber mit. Davon haben wir noch genügend. Ah. Jetzt noch mal rüber zum Dock zu fahren, ist aber wahrscheinlich dann doch ein bisschen zu heftig. Außer, ja. Obwohl, Moment, der Dock hatte doch... Ja, der Dock hatte doch ein Bett. Dann gehen wir da drüben einfach. Dann nehme ich noch ein bisschen Essen, Trinken mit, damit ich dann nach dem Aufwachen wieder was habe. Dann machen wir gleich das und das und das. Ja. Machen wir das doch so easy peasy. Und du wirst noch schnell aufgefüllt. Durch die neuen Rüstungen geht der Rest auch schneller. Also sonst... nicht Rüstungen. Durch die neuen Items jetzt. Oh, nein, kann ich nicht machen. Ich muss hier oben gießen erst noch. Dürfen wir nicht vernachlässigen hier. Aber vielleicht sollte ich dann wirklich noch mal gucken mit den Fischen. Das habe ich nämlich auch noch nicht ausprobiert. Da kommt dann... Werfen wir da jetzt auch noch Vergammeltes wieder rein. Zack, zack.
Zack. Fehlen noch zwei. Klingt aber so, als wenn es bis jetzt noch ruhig ist, ha? Huh? Also ich will es ja nicht beschreien, aber hört sich ja noch erstmal gut an mit der Bereitschaft. Thymian. So, ab zum verrückten Professor. Das glaube ich nicht, dass sie die Telefonnummern von euch vertauscht haben. Oder ja, nein, glaube ich trotzdem nicht. Weil dann gibt es trotzdem noch die ganz normale Bereitschaft von den BDEs und so weiter. Und dann würden sie die einfach anrufen und die würden dann sagen, ja, können wir euch jetzt nicht helfen, aber ruft mal da und da an und dann wird euch geholfen. Also, nee, das glaube ich nicht, dass das Thema ist. Vielleicht finden wir jetzt hier oben so noch ein paar Rezepte für diese. Mal, hier ist gar nichts. Okay. Für diesen Detoxinator und so weiter. So, hier waren wir schon. Hier waren wir auch schon. Hier waren wir auch schon. Willst du mir jetzt sagen, dass ich nur noch mal hierher gekommen bin wegen diesem kleinen Raum hier oben? Bei dem rein gar nichts passiert? Ja, gut. Na? Ja, da ist wirklich nichts. Ah, das ist ja blöd. Gut, dann eben nicht. Doo-doo.